Und damit hi und herzlich willkommen zu Aufklärung mit Perre. Das hier sind sogenannte Offshore-Windparks. Offshore bedeutet so viel wie vor der Küste. Ja, aber wie packen die Dinger jetzt hier ins Meer? Also eine Möglichkeit ist es, das Ding einfach in den Boden reinzurammen. Klingt einfacher als es ist. Zu Beginn brauchen wir erstmal den richtigen Platz. Es muss nämlich gecheckt werden, wie tief das Wasser ist und wie stark der Wind dort weht. Fun Fact, Windräder stehen meistens an den Orten, wo der Wind so stark weht, dass ein Löwe weggepustet werden könnte. Stimmt das wirklich? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht richtig recherchiert. Das kannst du ja machen. Das Ding alleine würde umfallen, deswegen muss es auf einem festen Fuß stehen. Wie bereits erwähnt, gibt es da mehrere Varianten. Das gute Ding hier wäre die Monopile-Variante, die Gravity-Based Foundation, der Tripod, das hier ist die Jacket Structure. Naja, wen interessiert es? Eigentlich niemand, aber gut. Das waren jetzt beispielsweise Versionen, die in den Boden gerammt werden. Das ist natürlich alles sehr laut und nicht so super für das Meeresleben. Die Windkraftanlagen hier werden auf schwimmenden Fundamenten errichtet und am Meeresgrund verankert. Ab einer Tiefe von 60 Metern sind die, die in den Boden gehämmert werden, nicht mehr so das Wahre. Die Dinger hier werden an Land noch zusammengebaut und dann einfach nur mit dem Schiff verfrachtet. Die ihr Fundament aber im Boden haben, werden erst vor Ort zusammengebastelt. Auf diesem sogenannten Fuß wird jetzt ein Turm gebaut, also halt die einzelnen Teile des Windrads. Für die Montage und Zusammensetzung gibt es spezielle Schiffe. Das sind dann spezielle Offshore-Schiffe. Die haben nämlich Kräne. Und damit setzen sie die verschiedenen Teile nacheinander zusammen. Das hier nennt man Gondel. In der Gondel ist das Getriebe und die Steuertechnik vorhanden. Und das hier sind die Rotorblätter. Die Rotorblätter sind meistens über 60 Meter lang. Das wären ungefähr 4 Schulbusse hintereinander. Die müssen ziemlich präzise installiert werden. Ja, der Arbeitsort mit Wind und Wetter erschwert die Arbeit natürlich ein bisschen, ne? Um die erzeugte Energie dann aber auch ans Land zu bringen, müssen natürlich Kabel verlegt werden. Die kleinsten Kabel der Welt. Die Kabel verbinden die Windräder mit einer sogenannten Umspannplattform. Sowas hier. Ja, generell werden die Kabel halt am Meeresboden verlegt. Wer hätte es gedacht?